Es ist eine Idee, die eigentlich auf der Hand liegt. Blinde Frauen und ihren außergewöhnlichen guten Tastsinn für die Früherkennung von Brustkrebs einzusetzen. In Deutschland gibt es die sogenannten medizinischen Tastuntersucherinnen schon länger. Jetzt werden auch in Österreich blinde und sehbehinderte Frauen zur Tastuntersucherin ausgebildet. Constanze Ertl hat mit den Frauen gesprochen. Ihre Hände gleichen aus, was die Augen nicht können. Das ist bei Manuela Bauer schon immer so. Beim Tasten kann ich meine Augen zumachen. Ich brauche sie nicht zum Tasten. Und das ist schon für mich sehr angenehm, weil es eben sehr anstrengend ist für mich zum Schauen. Sie und drei andere Frauen machen derzeit in Wien die Ausbildung zur medizinischen Tastuntersucherin. Manuela Bauer hat die neue berufliche Perspektive Hoffnung gegeben, als sich ihre Augen vor 2 Jahren plötzlich verschlechtert haben. Emine Cham freut sich, dass sie in Zukunft mit Menschen arbeiten wird. Ich bin der Meinung, wenn ich Leuten damit helfen kann, und ich arbeite ja gerne an Menschen, denke ich schon, dass das ein super Beruf ist für blinde und sehbehinderte Frauen. Ja. Und ich könnte damit natürlich viel damit erreichen, ja, dass ich einen fixen Job habe und somit auch das tue, was ich gut kann. Die Frauen lernen die Brust systematisch abzutasten und können schon kleinste Veränderungen erkennen. Aber auch psychologisches und medizinisches Wissen gehört zur Ausbildung. Für den Frauenarzt Michael Elnekeli ist die Tastuntersuchung durch blinde Frauen eine sinnvolle Ergänzung des Brustkrebsvorsorgeprogramms. Ich sehe dann einen großen Mehrwert. Ich konnte mich davon überzeugen, dass so eine Untersuchung von ungefähr 45 Minuten dauert. Das heißt, die Untersucherin, die speziell geschult ist, hat hier auch die Möglichkeit, auf das Vorsorgebewusstsein ganz allgemein einzuwirken. Sein deutscher Berufskollege Frank Hoffmann hat die medizinischen Tastuntersucherinnen quasi erfunden und will die Methode in ganz Europa bekannt machen. Als Frauenarzt war ihm sein eigener Tastsinn nicht gut genug. Wenn ich meine Tastuntersuchung mache und die Patientin anschließend nach Hause schicke, dann ist diese Chance vertan. Wenn meine MTU die Patientin untersucht hat, bin ich sicher, dass alles, was man durch Tasten herausfinden konnte, auch gefunden worden ist. In Deutschland arbeiten schon 20 Frauen in diesem Beruf, entweder in gynäkologischen Praxen oder in Krankenhäusern. Wo diese 4 Frauen als Tastuntersucherinnen arbeiten werden, steht noch nicht fest. Fix ist, im Oktober 2015 werden sie ihre Ausbildung abschließen. Und sie hoffen, dass das erst der Anfang ist.